Hallo liebe Nerds und Nerdinnen, willkommen zurück zu Mafia 3. Ja, ich bin schon in Frisco Fields. Wir stehen schon vor Jackie. Dabei Jackie. Und wollen doch gleich mal schauen, welchen Boss wir da jetzt rauswirken. Dann nehmen wir definitiv dieses Gebiet hier ein. So, Frisco Fields, dann haben wir nur noch Southtowns. Wie das hier heißt. Und dann schauen wir mal, was danach noch kommt. Obwohl wir uns danach wahrscheinlich erstmal um die Wagen für Burke kümmern und schauen, ob vielleicht noch was bei den anderen beiden tun ist. Unsere Verbündeten. Ja, das wird ein lustiger Tag heute. Sie haben alles zerstört, was Moreau und seine Spinner aufgebaut haben. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Gut. Erzähl mal. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich habe einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Wieder ins in den Supermarkt, okay. Waren wir ja schon. Da haben wir den Sklavenhandel beobachtet. Na gut. Waren wir wieder dahin. Was? Wieso kriege ich einen dicken Strafzettel? Habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ich bin nur vom Parkplatz runter. Warum kriege ich einen dicken Strafzettel? Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Diskriminiert mich nur, weil ich farbig bin. Boah. Was? Die schimpfen mir immer alle. Na, wie ihr seht, habe ich hier noch nicht gesammelt. Entschuldigung. Das war ein Buckel. Wo steht der noch mal? Der fährt einfach weiter. War das halt, ne? Oh. Oh, was wird los? Eieiei, da ist was los. Oh, da ist was los. Ich werde wieder hinten rum rein, ne? Dann wissen wir, dass wir da nicht so viel zu tun haben. Ich kann mal hier so eine Gang rufen. 11 Stück. Na, schauen wir mal, wie es läuft. Schauen wir mal. Wir haben ein Problem. Nichts Gutes. Na gut, komm. Vielleicht geht es dir nicht vor, wie du sagst. Mein Kumpel Vito meint, ihr seid ziemlich harte Jungs. Nun, ich gehe in Deckung. Vito hat nicht unrecht. Ich sitze im Gegenteil. Ja, absolut recht. Wir haben etwas Zeit, um dir zu helfen. Wow. Ich kann um die Ecke schießen, das auch. Das sag ich euch! Und was macht ihr jetzt? Schätze, ich geh vor. Ich zieh den Kopf ein. Erwischt! Verdammt! Die machen uns hier fertig! Ich hoffe mal, Vitos Jungs kommen damit zurecht. Da drüben! Erschieß den Arsch endlich! Zu sterben. Was denn? Erschießen wir die Scheiße! Ah, aber die kleine Boss nicht haben, ich muss noch mit ihm reden. Da drüben! Oh. Wo sind denn hier Vitos Jungs? Was macht ihr? Das ist eine Hilfe! Ah. Seid ihr hin? Der Wichser hat mich erwischt! Ihr seid direkt hier hoch. Ich sehe ihn! Da ist er! Ja, ihr habt schon Vitos Jungs erledigt, ne? Bis auf einen. Ich schieße, da ist er! Muss nachladen, halt mir den Rücken frei! Scheiße! Häng schon wieder irgendwo fest. Reit ihn zu erledigen! Was immer ihr wollt, ich tue, was immer ihr wollt, nur bringt mich nicht um! Ich will nur, dass du verreckst. Richtig, dass er die Augen macht. Bring deinen Arsch irgendwo in Sicherheit!
den Sklavenhandel gesichert. Kann ich eigentlich niemanden außer Cassandra geben. Profi-Überfallkommando wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh. Streaming semi-explodierend. Das heißt, explodieren auch. Cool. Wir haben das Bel Air in Frisco Fields dicht gemacht. Damit das klar ist, mit Menschenhandel ist jetzt Schluss. Wir finden einen anderen Weg, da Kohle zu machen. Damit können wir den gesamten Bezirk sichern. Du erkennst, wenn einer Talent hat. Muss ich dir lassen. Naja, Hauptsache kein Sklavenhandel mehr, ne? Über hier mit Geld scheffeln, weiß ich noch nicht, aber denk mal, die werden sich schon was einfallen lassen. Na, kommt noch was. Remy Duval kam aus einer der wohlhabendsten und angesehensten Familien in ganz Louisiana. Er investierte überall, Immobilien, Erdöl. Durch sein hohes Ansehen erhielt er sogar sein eigenes Radioprogramm. In seiner Sendung sprach er über den allgemeinen Verfall der guten Sitten und die seiner Meinung nach offensichtliche Überlegenheit der Lebensart in den Südstaaten. Seine Familie lebt schon seit Jahrhunderten hier. Sein Tod war ein Schock für die Menschen. Noch schockierender war allerdings die Entdeckung, dass eine Verbindung zwischen ihm und der Southern Union bestand. Eine Gruppe wohlhabender Rassisten, die ihre Stellung nutzten, um gegen Schwarze zu agitieren. Remy Duval wurde gekreuzigt und lebend verbrannt. Wie können Sie so ein Benehmen rechtfertigen? Remy stammte aus einer Dynastie von Südstaaten-Wichsern. War immer sofort bei der Hand mit seiner Scheiße von wegen Unterdrückung des Südens und so'n Dreck. Und noch was über Remy. 1956 war er an der Ermordung von 4 Bürgerrechtlern beteiligt. Von denen einer sogar enthauptet wurde. Den Kopf hat man nie gefunden. Er hat nur seine gerechte Strafe bekommen. Das sehe ich ganz genauso. Aber wir wissen jetzt, wie wir ihn töten. Mikey Spoiler hat wieder zugeschlagen. Also wir kreuzen ihn und verbrennen ihn. Alles klar. Oh, bin ich voll dabei. Gut, wo müssen wir hin? Ah ja, hier geht's raus. Dann hier? Hier? Nein. Wo steht jetzt eigentlich mein Auto? Ich hab's gerade gesehen, auf dem Parkplatz steht's nicht mehr. Mein Auto doch noch hier. Okay. Bist du? Auto. Ah. In einer netter Weise direkt vor die Tür gestellt. Das ist nett. Okay. Hier können wir Kickback abholen. Aber bis hierhin muss ich jetzt heizen. Hi. Auch Geld? Ne, hab nicht wirklich Geld. Könnten ja eigentlich. Die Autos, von denen auch alle auf Polizeigelände stehen müssen. Ja, wir sichern erstmal das Territorium, das Stadtviertel. Und dann schauen wir mal, was wir danach machen. Okay, das ist jetzt eine ordentliche Strecke, die wir fahren müssen. Was ist los mit Donovan? Sonst kommt er immer irgendwo in die Nähe. Ist zu faul, ja? Dabei haben wir doch schon so gut wie alle Gebiete safe. Können sich doch schon frei bewegen. Das sind die Straßen nicht, ne? Ein bisschen abgekürzt über die Tankstelle. Oh, voll aufgesetzt. Ich denke, ich will die Geld dazu kaum Kurven fahren hier. Jetzt fahre ich wieder hier rein. Oh, irgendwie vorbeigefahren.
Wow. Wie geht Rifty? Oh, noch eine Brücke. Ah, das ist Strecke. Und dann gleich den ganzen Weg wieder zurück. Naja, gut, was sein muss, muss sein, ne? Dann haben wir es bald geschafft. Ich so. Wir sind gleich da. Nicht ganz sauber geparkt, so wie immer. Was? Oha. Offensichtlich hattest du bei Remy Duval voll den Durchblick. Hör dir das an. Sieh dir an, was er macht. Es geht hier um unser Zuhause. Ich schau mir das nicht mehr länger mit an, wie uns so ein elender Drecksnigger das ganze Geschäft zerstört. Und darf ich fragen, was du dagegen tun möchtest? Ich erwürge diesen Bananenficker, das werde ich machen. Entschuldige bitte. Ist mir so rausgerutscht. Der will dich nur aus der Reserve locken, Remy. Du hast es doch überhaupt nicht nötig, dich auf so ein Spiel einzulassen. Dies ist eine problematische Situation, das wissen wir alle. Aber wenn du gegen ihn vorgehst, hat er sein Ziel erreicht. Lass das Salesmänner regeln. Salesmänner? Die Menschen hier im Viertel erwarten, dass sie von mir beschützt werden und nicht von irgendwelchen schmierigen Ithaca-Arschlöchern. Oh nein, nein, vergiss es. Das nehme ich selbst in die Hand. Nur dann kapieren die Nigger und die Ithaca, dass wir hier in Frisco Fields auf uns selbst aufpassen. Du machst einen Riesenfehler, Remy. Damit setzt du doch alles aufs Spiel, was wir uns hier aufgebaut haben. Unsere Lebensart steht auf dem Spiel. Da interessiert mich doch nicht so ein gottverdammtes Casino. Langsam glaube ich, du lebst in einer anderen Welt. Keine Minute später hat Olivia Sell angerufen und ihm gesagt, dass Remys Leute von der Southern Union dich suchen. Wenn du da oben aufkreuzt, laufen dir bestimmt ein paar über den Weg. Dann kannst du sie ja fragen, wo Remy sich verkrochen hat. Ja, wenn ich fertig bin mit dem Pisser, ist Olivia fällig. Aber an sie ranzukommen wird nicht leicht. Marcanos Männer und diese reichen weißen Arschlöcher, mit denen sie rumhängt, riechen mich eine Meile gegen den Wind. Lass dir was einfallen. Streng deinen Kopf an. Okay, ich lasse mir was einfallen und streng meinen Kopf an. Sag mal, was soll das eigentlich werden? Noch nie was von Körperhygiene gehört? Ja, das ist gut, ne? Das sah jetzt ganz anders aus. Ich wusste ja, dass es so anstrengend ist, Fußnägel zu schneiden. Gut. Könnten wir hier bei Cassandra vorbeifahren, ob die schon wieder was Neues zu tun hat. Ist ja nicht so weit weg. Ja, ist doch gut. Ich fahre doch schon an die Seite. Boah. Das war aber knapp. Gut, die Typen wollte ich nicht überfahren. Hab ich zum Glück auch wieder nicht. Und selbst wenn sie nichts zu tun hat, haben wir wenigstens unser Geld abholen. Ich glaube, die gibt uns erst wieder einen neuen Auftrag, wenn wir ihr wirklich den ganzen Bezirk gegeben haben. Komrad, was für ein Segen. Du und ich, wir können es immer noch rausreißen, Bruder. Du musst mir vertrauen. Gib mir mehr von der Stadt. Wir wollen immer alle mehr. Seid doch mit dem zufrieden, was ihr habt. Alle wollen sie mehr. Immer mehr. Ja, kriegt ihr mehr.
Gut, dann haben wir hier nichts soweit. Guck mal, hier muss ich noch alles mit Verteilerkasten zumüllen. Eins ist der Bereich, wo ich noch nicht war, ne? Ja, sonst hab ich alles. Ich muss unbedingt noch alles aufsammeln, bevor wir fertig werden. Nicht, dass ich das aus den Augen verliere. Und werde ich so bald wie möglich erledigen. Boah, ich mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. In der Stadt ist ganz schön viel Verkehr immer. Und um die Uhrzeit. Ist früh oder spät? Ich glaube, es war die ganze Nacht. Ne? Es ist wird früh, wird hell. Mann, muss mehr aufpassen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass es jetzt mal ein bisschen schwerer wird. Also so berauschend war ich jetzt von den Handlangern jetzt nicht, die ich da gerufen habe. Einer war am Ende noch übrig. Die restlichen hat es alle dahin gerafft. Ein bisschen mehr erwartet. Naja, dann kann ich alles haben. Wenigstens haben wir es überhaupt geschafft. Mir ein wenig Ablenkung zu sorgen, wenn ich dann da durchpreschen konnte. Karre außer Kontrolle. Oh, und ist ein gelber Bereich. Warum ist hier ein gelber Bereich? Ich bin in einen Diakon des Sossens. Achso, ich muss ihn nur finden. Könnte denn einer sein? Du Scheiße. Er wird kaum was mitkriegen. Verdammt! Er hat mich erwischt! Oh, wow, was soll ich denn damit? Ich bringe nicht den Frieden, sondern das Schwert! Ah. Runter! Aber jetzt komme ich nicht. Ihr Schweine, haut ab! Der Drecksack hat mich erwischt! Noch eine Leiche! Tötet diesen Drecksack! Na, komm raus da. Einer hat Informationen. Wir haben nach dir Ich habe Angst abzukratzen. Find's raus, Arschloch. Noch mal ein Stück näher. Jetzt hast du in die Scheiße gegriffen. Motherfucker! Ah, ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Duval, wo ist er? Das wirst du schon sehen. Er trommelt ein paar Jungs der Union zusammen. Um deinen Arsch zu jagen. Heute Abend. Oben in der Nähe vom alten Aussichtspunkt. Schätze, sie müssen wohl ohne dich anfangen. Schätze ich auch. Gut, jetzt wissen wir wenigstens Ort und Zeit. Das heißt, wir schnappen uns die Penelken. Ja? Nein. Das sind Arschgeigen. Ah, boah. Alter, wo muss man denn da hin? Egal. Wilde Ballereien sind doch unser Ding.
Die stehen da immer nur im Weg, die Typen. Immer stehen die im Weg. Ah, Mann. Ja, schön war noch der Anfang, ne? Da war alles noch entspannt und jetzt nur Massenmord. Mach Platz hier, ich muss ein paar Weiße töten. Das war welche von der ganz üblen Sorte. Oh, was war das denn? Das war wieder echt dumm. Rote Haube bleibt unten. Der lenkt aber auch nicht. Da wäre ein neuer Ersatzwagen gewesen. Ja. In den Frisco Fields waren wenigstens ein paar schöne Autos rum. Ne? Die kann man sich auch ab und zu mal greifen. Ich sehe nichts. Schotterpiste. Oh, neues Auto. Oh, Menno. Putte mal. Ist echt übel, wenn die Motorhaube hochgeht. Ach, wow. Das war jetzt Tag und Nacht wechseln hier. Ich wundere mich schon, was das war. Das laufen wir bei dem Krach, den wir hier machen, können wir auch gleich anrufen, dass wir kommen. So, wir erledigen Duval. Hier noch den anderen Weg, kann ich den aufgehen? Sieht so aus, ne? Gibt ja meistens, nicht immer, aber meistens noch einen Weg, der nicht ganz so schlimm bewacht ist. Über dem Supermarkt halt die Seitentür. Hätte ja einfach vorne durchstiefen können. Und wer macht das schon? Ganz harte Typen. Aber ich bin ja ganz weich. Weil die hier sind alle gut bewacht. Oh wow. Was ist denn da los? Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Urgroßvater mit seinen Brüdern Louisiana gegen die Aggression des Mannes. Er starb an dieser Stelle, um die Werte und Tugenden seines Volkes zu bewahren. Er gab sein Leben für die Freiheit seines Staates und den Versuch, die anrollende Flut von Mischlingen einzudämmen. Und einer von denen ist jetzt da draußen, in diesem Moment, und schlitzt weißen Männern und Frauen die Kehlen auf. Jetzt, in diesem Moment. Ich weiß, was einige von euch denken. Scheiß auf diese Stadt, Remy. Scheiß auf die Diebe, und Betrüger. Scheiß auf die Politiker, die sich von uns wählen lassen und dann die arbeitenden und anständigen Bürger verarschen. Scheiß auf die Remy! Scheiß auf die Remy! Scheiß auf die Nigger. Die dreckigen, minderwertigen Wilden mit den dicken Lippen und den Glubschaugen, die immer fetter und fauler werden durch das, was die Weißen geschaffen haben. Scheiß auf die doppelt so schlimmen Spaghettifresser. Die glauben, sie dürften erhobenen Hauptes gehen, wie die Weißen. Ich sehe, wie diese Invasoren durch unsere Stadt latschen, um Almosen betteln und alles andere stehlen. Und wisst ihr was? Manchmal hätte ich Lust, sie alles in Schutt und Asche liegen zu lassen. Wir könnten das wirklich tun, wisst ihr? Einfach aufgeben und alles geschehen lassen. Es ihnen sogar freiwillig geben. Könnten wir. Werde ich aber nicht. Das hat mein Leck mich. Das ist eine von diesen verfluchten Voodoo-Puppen, die da qualmt. Macht die alle mit der Granate fertig. Aufgeben?
Zur Hölle! Nein! Rühr das gottverdammte Ding nicht an! Nein! Dann schnappe ich mir den Typen. Hippies, Kommunisten und scheiß Nigger! Hat man den Scheißdruck auf keinen Fall? Wir müssen uns in einen Hinterhalt locken! Verschone mich! Der redet immer noch. Seid das vor Schönheit! Hier los schon wieder. Hier ist eine Schnitzel wieder. Hab ich ihn jetzt? Wow. Was ist denn das jetzt? Kann ich nicht greifen? Warum nicht? Oh nö, was ist denn jetzt los? Wow, ich kann den hier nicht krapschen. Boah, dabei lief alles so gut, jetzt klappt das wieder nicht. Na, ihr Blöden. Ah. Putzenträger. Ja, das war's. Wird wohl nochmal laden müssen. Hm. Er hat sich auch nicht von hinten gegriffen. Ich weiß nicht warum. Checkpoint laden. Nachdem die abgedatet haben, gibt es nur noch Probleme. Es stürzt ab. Manche Sachen lassen sich nicht aufsammeln. Ich hatte schon alles Mögliche an Fehlern. Na gut, diesmal lassen wir ihn aber nicht so lange quaken. Hast du gesehen, wie sie angerauscht gekommen sind? So aufgedonnert mit ihren edlen weißen Roben? Mein Dad hat immer gesagt, das Einzige, was noch schlimmer wäre als ein Nigger, ist ein reicher, weißer Mann mit Größenwahn. Dein Dad war ein weißer Mann. Diese Arschlöcher kommen hier raus, um sich Mr. Duvals Rede anzuhören, johlen und klatschen und wedeln mit dem... Ihr johlt und klatscht und wedelt jetzt mit gar nichts mehr. Mach ich alles mal ein bisschen stackiger hier. Wenn die Rede nicht nochmal anhören. Wir stehen hier in den Ruinen des vorigen Jahrhunderts. Genau an dieser Stelle verteidigte mein Ur-Ur-Urgroßvater mit... Was willst du jetzt tun, hä? Was willst du denn mit einer Feuerwaffe, Junge? Da wurde einer erschossen! Oh, verflucht, tut das weh! Noch einen getötet! Lass sie in Ruhe! Ihr alle habt's verdient. Ich komme! Ich schnapp mir den Hurensohn. Lauf! Ja, lauf, Arschloch. Ich bin nicht euer farbiger Freund, merkt euch das. Mit uns weg, Leonkaut! Gibt's ja nichts mehr zum Nachladen, ne? Das ist mir aber sowas von egal jetzt hier. Was du da? Linken Clay! Komm schon! Ich mach's kurz und schmerzlos! Nee, das klappt jetzt wieder nicht. Ah, jetzt geht's. Jetzt, Nigger. Was jetzt? Wir spielen dein Spiel. Es herrscht Entsetzen hier in Frisco Fields. Einer der prominentesten Männer des Viertels, Remy Duval, wurde brutal ermordet. Augenzeugen berichten, dass er an ein Kreuz gebunden und dann verbrannt wurde. Hören wir, was die Polizei sagt. Chief Wilson, können Sie schon etwas sagen? Das waren die verdammten Nigger.
Man sollte sie alle zusammentreiben und erschießen. Das sind harsche Worte, Chief. Verdammt, was muss denn noch alles passieren, bis ihr es endlich versteht? Was hier abläuft, ist ein verdammter Krieg! Ja, oh schön, ich bin im Supermarkt. Bisschen Shopping. Ja, wie war das nochmal? Krieg. Krieg ist immer gleich, ne? Oder wie war das? Oh, da hinten haben wir. Mal mit Donovan treffen. Hatte ich nicht ein Auto? Ich sagt mir nicht, ihr habt mein Auto nicht hergeholt. Oh Menno. Ihr seid ja so fies. So fies seid ihr. Oh, jetzt muss ich in meinen eigenen Supermarkt einbrechen. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Ich meine gut, dass sie abschließen, ne? Aber. Wie viele Medkits sind noch? 3, das sollte reichen. Sagte er kurz bevor er wieder starb. Wir brauchen Autos. Nehmen wir denn? Ich bin in Frisco Fields und ich brauche was Neues zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ja, wo? Ja. Auch wenn er ein bisschen viel driftet, der Wagen, aber ist ja egal. Einfach nur Schnieke aus. Ich hab hier einen Wagen für dich. Das ist eine große Hilfe. Diese Typen sind wie die neuen Nazis. Ja, aber diese Typen, die sind wie die neuen, ne, sind nicht mehr da. Haben wir erledigt. Ah, oh, schön. Hier habe ich mich an diese Perspektive gewöhnt. Wow, 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 die Karre wirft ihn echt viel. Kommen wir jetzt hier. Ein Country Club, der ist doch hier vorne, oder nicht? Natürlich, der ist doch hier. Jetzt den Mafiosi-Boss besuchen. Marcano. Da ist er ja. Hat sich hier im Busch versteckt. Olivia ist im Country Club. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Das wird dir gefallen. Marcano hat Immobilienprobleme. Ich verstehe immer noch nicht, warum Olivia Marcano in die Sache verwickelt war. Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Marcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucho töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duval hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven DeGarmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sir. Mr. Clay ist also als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und habe ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein.
Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Leck mich am Arsch. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu? Scheiße, ich geh da rein, verpass den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Oh, ich kann keine Waffen mitnehmen. Oh Gott, ich hätte doch mein Geld vorher noch ablegen sollen. Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Claudel. Komm mit. Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Ich jetzt den Typen einfach hinterher. Geh davon aus, ne? Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Bring den Leuten ihre Drinks, sofort! Okay, präparier die Weinflasche. Guckt auch keiner. Guckt grad keiner, schnell. Keiner gesehen. Der gute Wein. Ist jetzt verdorben. Obwohl, dem LSD ist er bestimmt noch besser. Aber ich habe jetzt nicht laut gesagt. Sag nein zu Drogen. Außer Militär-LSD. Nein, halt, warte mal. Bleib stehen. Ja, trink doch mal einen Schluck. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Austrinken, Motherfuckers. Das ist schlimmer als Weiße, die Schwarze beleidigen. Schwarze. Haben Schwarze die denn jetzt einen Verdächtigen? Keinen einzigen. Der alte Earl ist kurz davor, ein paar seiner Jungs ins Hollow zu schicken, damit die mal an ein paar Affenkäfigen rütteln. Ich glaube nicht, dass es einer der Farbigen war. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Möchtet ihr auch noch ein bisschen LSD? Wenn man sie nicht beaufsichtigt, können sie schnell bösartig werden. Habe ich jetzt nur einen mit LSD versorgt? War noch nicht viel. Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes. Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme.
Der Mörder Remis hat dieser Stadt jemanden genommen, der ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Uns allen. Ehren wir in den kommenden Tagen und Wochen sein Andenken, indem wir uns unsere Stadt zurückholen. Schützen wir die Lebensweise, die wir alle lieben. Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! Räumt den Magen leer. Was sind Medikamente heutzutage? Hey Jungs, ein bisschen Wein? Wenn wir den Nigger finden, der Remy ermordet hat, wird er sich wünschen, er wäre tot. Reginald, geht's bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. Sie sagt, ich rede nicht genug mit ihr. Als ob ich bei ihrem Gequassel jemals zu Wort käme. Hm, okay. Schon gut. Ein LSD? Ja, du kriegst auch LSD. Warte, ich komm. Ich meine, wir haben jeden einzelnen Penny verloren. Du mit der Flasche. Mein Gott. Was soll ich den anderen Brüdern sagen? Das ist die Flasche der Unendlichkeit. Der Wein, der da drin ist, wird automatisch immer wieder aufgefüllt. Denn im Moment ist das das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. Oh mein Gott, die ist ja umwerfend und so. Aber was für ein wildes Weib. Ich dachte, die Hälfte der Zeit mich knutscht ein Alligator. Schätze schon. Wow. Ich glaube, ich knutscht ein Alligator. Hey! Bring mir die Flasche her. Nein, du kriegst nur einen Schluck. Blitzbärtiges Nasentier. Keine Ahnung. Guck mal, da hinten möchte auch noch einer. Hm, das sieht so aus, du brauchst ein bisschen LSD. Also wenn das immer nachher so lustig im Kanti-Equad abgeht, will ich da auch rein. Hab ich jetzt nicht gesagt. Doch, hab ich gesagt. Schon der letzte? Komm mit der Flasche hier rüber, Mann. Mann. Jawohl, Mann. Mein Beileid. Remy würde sich freuen, dass Sie ihm zu Ehren gekommen sind. Noch eine Zigarettenpause. Na gut. Dem ganzen Wein einschenken brauche ich auch unbedingt Erholung. Das war so anstrengend. Dann sind die ja gleich alle auf dem Drogentrip und haben Spaß und ich muss hier arbeiten. Ja, mir wird er auch fehlen. Egal, wo muss ich denn hin? Na, hier runter. Hey, willst du auch einen Schluck? Naja, hat schon. Groß, hat schon Farben. Großer alter Mandingo-Nigger. Wow. Der sieht schon bunte Farben. Hallo Ladies. Was kocht ihr denn hier Schönes? Eine Suppe. Gibt's eine Suppe? Ein schönes Stück Fleisch. Hey Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da, ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Okay. Menschen das haben auf wir dem erledigt. Mund? Interessiert mich einen Scheiß. Hab ich auch gerade schon gelacht. Dann muss es auch nicht noch ein Schwarzer sein, der das macht. So ist es. Zur Hölle damit, Mann. Oh, du hast was fallen lassen. Ist egal. Auffegen, in eine Schüssel packen, merkt sowieso keiner. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden.
Finne hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Wir, du, ich. Ich weiß nicht. Ja. Sie kommen uns holen. Sie kommen dich holen, Barbara. Oh, prima. Sind jetzt alle voll drauf. Wir sehen uns dann am Sonntag in der Kirche. Jawohl. Juhu. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll. Ach, woher, Joachim. Ja. Alles voll im Sarg. Ich sehe Remy. Ich sehe Remy, jawohl. Warte. Ich bin Remy. Er ist in meinem Körper. Oh, was siehst du? Ich sehe die Sterne. Hier stimmt was Den nicht. Mond. Bring mich hier raus, sofort. So viele Farben. Ja, ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Ja. Die sind alle voll drauf. Er ist auch schon voll drauf. Was? Oh. Tut mir leid. Tut mir so leid. Alter, der verträgt kein LSD. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? Mr. Olivia, er schießt den Bastard! Oh, nein, ich wusste, dass ich draufgehe. Oh Mann, mein schönes Geld. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Großer. Zeit für einen Spaziergang. Hä? Ich weiß, wo du bist, Arschloch. Miss Olivia, runter! Er schießt den Bastard! Das ist voll unfair. Wie soll ich das denn machen? Miss Marcano beschützen. Tötet ihn! Ich habe aber keine Waffe. Doofe Mission. Dass wir nicht einen von denen erledigen, dann ballern die anderen. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer. Da riecht doch eine Waffe, Mann, bin ich doof. Ich glaub. Miss Olivia, runter! Er schießt den Bastard! Seine Munition ist alle! Los! Tötet ihn! Ich bring dich selbst um. Oh. Will ich sehen. Du Bastard, du hast alles ruiniert. Ich zieh dir ganz woanders hin. Dafür wirst du büßen, Nigger. Oh. Ich hätte nie gedacht, dass du erschossen wirst. Ja, genau. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos. Es hatte alles etwas
unglaublich romantisch ist für mich. Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine. Für mich war das alles jedenfalls sehr aufregend. Wo steckt DeGarmo? DeGarmo? Der ist in einem Gebäude. Unten am Wasser. Was ist, willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. Die lebt dort jetzt so getan. Ich würde sie aber gerne umbringen. Wow. Unsterblicher NSC. Ja, ich brauche auf jeden Fall ganz dringend. Genau, das da. Wer weiß, was da noch kommt. Miss Marcano, wir haben Schüsse gehört. Jetzt wird es ernst. Das werde ich dir heimzahlen. Helf mir hier mal. So stirbst du. Er tötet unsere ganzen Leute. Ja, das mache ich mit Genuss. Schwöre ich euch. Oh, hier gibt es noch ein bisschen Munition zum Aufsammeln. Oder nicht? Hab ich schon alles aufgesammelt. Schrotflinte, Sturmgewehr. Sturmgewehr ist Mist. Oh, ich krieg die Tür nicht aufgedreht. Scheiße. Also, ich sag's nicht nochmal, Mann. Du überschreibst uns jetzt das Land, klar? Oder ich schwöre dir. Ich brech dir jeden deiner verdammten Knochen, hast du gehört? Ich werde gar nichts unterschreiben. Boah, das war schon wieder so unfair, ne? Was ist das denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Alter, wir waren eine Cutscene und ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Und die schießen die ganze Zeit auf mich. Aber das war jetzt echt nicht fair. Das darf ich nicht. Ihr gehört euch, Jungs. Ja, super. Schön, dich zu haben, muss ich vorgehen. Das finde ich jetzt überhaupt nicht cool. Das war jetzt echt fies. Hab einen entdeckt, Jungs. Alter, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll hier. Ich sitze fest. Ja. Jungs gekillt. Nur noch 4 Kugeln. Da drüben, macht ihn platt! Ich hab ihn! Schieß doch! Zu spät, um abzuhauen, Junge! Was haben wir denn hier? Ja. Das war jetzt eine echt dumme Situation. Ehrlich. Ey, da, machst die Tür auf, komm, Cutscene, kommst du raus, bist schon umzingelt. Und hast schon kein Leben mehr. Na gut, jetzt habe ich wieder alles. Echt nicht cool. Werde ich sie alle töten jetzt.
Ich dachte, jetzt sieht er mich wieder. Ja, der Revolver ist cool. Kratzt ab. Oh, da kommt ein. Komm, nicht beeilt, sind deine Kumpel noch warm. Also wann siehst du den denn? Der liegt doch direkt da, zwei Stück. Der legt sich jetzt erstmal schön dazu. Wenn es von Anfang an so gelaufen wäre, wäre alles gut gewesen. Aber die Situation eben war echt... Na, immerhin verliere ich kein Geld, also ist alles okay.